Du bist neu bei Google Hangouts und findest dich noch gar nicht so richtig zurecht mit den ganzen verschiedenen Tools. Das ist kein Problem. Ich bin für dich da und werde dir helfen. Hi, Carlo hier, dein Digitalexperte. Ich arbeite in meiner Firma nur mit der Google Software, mit der Google Cloud. Daher habe ich da recht viel Ahnung. Und das möchte ich dir auch mitgeben, dass du einfach dann fit bist und weißt, wie was funktioniert. Dafür ist dieser kleine Kickstart-Guide sozusagen da. Wir gucken uns das Ganze am Rechner an. Du kannst das alles Schritt für Schritt nachvollziehen. Also, wenn wir Hangouts nutzen wollen, müssen wir als erstes auf hangouts.google.com gehen. Und dann landen wir hier, nachdem wir uns eingeloggt haben, auf dieser Oberfläche. Und was wir gleich sehen ist, wir können halt einen Videoanruf starten, wir können einen Telefonanruf starten und Nachrichten schreiben. So ein klassischer Chat. Ich fange mal von rechts nach links an, ja, weil ich glaube, der Videoanruf dann das Spannendste ist. Als erstes gehen wir hier auf Nachricht und wir sehen hier, okay, wir können Gruppen erstellen oder bestehende Kontakte bereits anschreiben. Das heißt, wenn ich hier jemanden anschreiben will, muss ich den Namen, E-Mail-Adresse oder Telefon eingeben, muss den als Kontakt hier letztendlich bei mir hinzugefügt haben. Hier, ich öffne das jetzt mal und ich kann hier beispielsweise auch direkt mit der Person einen Videoanruf starten. Ja, ich kann hier ein Gruppen-Hangout erstellen, das heißt mehrere Leute in den Chat holen und dann zusammen irgendwie per Videocall Sachen bequatschen. Ich habe hier nochmal ein paar Einstellungen, ja, also ich kann hier den Unterhaltungsverlauf aktivieren, die ganze Sache archivieren und wenn mich einer nervt, blockieren natürlich auch. Und hier unten können wir noch Fotos anhängen, ja. Und ganz wichtig, Emojis und Sticker. Das können wir hier, wie gesagt, das ist jetzt kein Hexenwerk, ganz normal nutzen. Wir können das Ganze hier auch irgendwie in einen neuen Tab öffnen, wenn man das jetzt irgendwie separat haben will. Sonst im Übrigen öffnet sich dieses Fenster dann beispielsweise auch bei Gmail, wenn ich es aktiviert habe. Kann ich also aus meinem E-Mail-Client alles erledigen. Das heißt, damit sind wir durch. Wie gesagt, ich glaube, das ist relativ einfach. Dann können wir Telefonanrufe starten. Dazu müssen wir allerdings unser Budget aufladen, ja unser Guthaben. Dann können wir hier eine Telefonnummer eintippen und über den Computer telefonieren mit der Person. Man kann jetzt zum Beispiel hier auf Plus gehen, dann öffnet sich hier ein Billing. Ja, und das kann vielleicht ganz spannend sein, wenn ich irgendwie mit jemandem, mit meiner Oma, die in Neuseeland lebt oder sowas, telefonieren will und die kriegt das nicht hin per WhatsApp oder sowas, wie auch immer, dann könnte man das hier rüber machen. Ja? Dann das nächste und eigentlich spannende für Google Hangouts sind natürlich die Videoanrufe. Da gehe ich rauf, so, dann sieht man mich im Hintergrund schon. Hallo. Und wenn ich hier Freigabelink kopieren klicke, ja, dann ist der eingespeichert. Und dann gehen wir hier mit Steuerung einfügen, sehen wir hier, das ist der Link zu dem entsprechenden Call. Ja. Und den können wir jetzt hier jedem schicken und dann können wir entsprechend auch ja, mit denen ein Videogespräch führen. Wir können aber auch, zack, weg bin ich, hier die Kamera ausstellen. Dann sieht man ganz normal das Profilbild von Google. Wir können auch den Ton ausstellen hier. Das ist auch kein Problem. Dann hört man letztendlich mich auch nicht mehr. Und hier können wir natürlich den Anruf beenden. Hier links haben wir einen Chat. Ja, kann ich hier oben auch nochmal über die drei Punkte den Chat öffnen. Ja, dann ist der hier nochmal geöffnet. Ich kann die Nachrichten sehen. Falls ich jetzt irgendwie die typischen Probleme habe, hörst du mich nicht? Nein, ja, nein, bla bla bla. Sonst können wir das Ganze auch noch freigeben. Das ist eigentlich noch eine ganz spannende Funktion. Wir wollen irgendwas zeigen. Wir gehen auf Bildschirm freigeben. Dann öffnet sich das Freigabefenster. Wir können Anwendungen hier wählen. Ja, wir können hier aber auch den gesamten Bildschirm teilen. Und wenn wir das dann auswählen und auf Teilen gehen, dann gibt es hier einen tollen Effekt. Ja, hier im Übrigen, das kann ich auch wegnehmen, wenn ich es nicht sehen möchte. Ja, sonst kann ich hier überall sofort die Freigabe beenden. Und hier natürlich im Hangouts kann ich auch, steht ja ganz groß drüber, die Freigabe stoppen. Und bei Hangouts ist es nicht so, dass ich einfach den Bildschirm übernehmen kann, wie beispielsweise bei Zoom. Ja, deswegen arbeite ich ja gerne mit Zoom. Man hat jetzt hier auch nicht die Funktion, dass man hier reinmalen kann und so weiter. Das kann man ja alles bei Zoom machen, deswegen nutze ich das auch so gern. Und hier geht das halt nicht. Ja, wir gehen dann hier auf Stoppen
und haben hier letztendlich noch die Einstellung fürs Mikrofon, Lautsprecher, Webcam und die Bandbreite. Das ist auch ganz wichtig, besonders dann, wenn man zum einen Datenvolumen irgendwie nur hat oder einfach eine schlechte Internetverbindung. So, und das Ganze beenden wir dann wieder. Und das war's. Das Einzige, was ich vielleicht noch an der Stelle sagen möchte, ich nutze gern die Android-App von Hangouts, weil dann kann ich ganz normal, wenn ich währenddessen nicht Telefonate führe oder sowas, mit dem Telefon die dann natürlich beenden und darüber auch gleich in Google Hangout reingehen. Kann das Ganze über meine Bluetooth-Kopfhörer alles steuern. Das ist relativ einfach. Daher nutze ich die Hangout-App sehr gerne und mache das eher nicht zwingend mit dem Laptop. Allerdings, wenn ich Bildschirm teilen will, dann sollte ich natürlich über den Laptop beitreten. Und das war's schon. Einfach nur als Ergänzung noch zu Zoom und zu Skype. Glaube ich, die Lösung von Google auch noch ganz spannend. Ja, super, super einfach. Und das war's. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann teil das ruhig mit jemandem, wo du denkst, hey, der sollte das sich definitiv mal anschauen. Freue ich mich drüber. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, einfach unten damit in die Kommentare. Und sonst wünsche ich dir noch viel Spaß mit den anderen Videos. Bye!